Yo, ich hoffe, die 2 Tage Pause Messenger haben euch gut getan. Oder mehr? Ich hoffe, es waren weniger. Ja, willkommen zurück zu... was spiele ich doch mal? Nein. Ja, willkommen zurück zu... Wir zerstören Schildgeneratoren im Himmelsreich. Ja, jeder braucht ja Hobbys. Und unseres ist heute, diese wunderbaren, lustigen Kugeln jetzt zu zerstören. Beziehungsweise die kleinen Nebengeneratoren. Die kleinen Batteriedinger hier. Möchte man meinen? So. Scheinbar gibt es davon 4 oder 5, keine Ahnung. Jedenfalls ist der gute Manfred so nett und bringt uns da mal hin. Genau, das ist dieser Spießgeselle hier. Spielgeselle? Spießgeselle. Mhm. Ja, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann völlig zu Recht. Nur, dass ich keine Münze übersehe, sonst darf ich das alles nochmal machen. Glaube ich jedenfalls. Ah, schon cool. Ist echt mal eine geile Abwechslung. Nice, Multikill. Ah, komm. Münzen. Ups. Die Hauptstory interessiert ja nicht mehr. Er braucht nur noch die Münzen. Und ich bin mir sicher, ich habe in den ersten Aufnahmen zum Messenger gesagt, dass ich die nicht sammle. Also gut. Ich spiele den Text einfach mal vor, damit du das nicht lesen kannst. Tschüss. Okay. So. 4 Siegel der Macht. Sind's noch? Upgrades hat er keine mehr. Schade eigentlich. Yo. Ach, jetzt merke ich gerade erstmal, dass die... Ja, das macht auch Sinn, dass man dann hier... Ne, so Wasserviecher in der Wasserwelt. Da gibt es eine Münsche. Der Brunnen der Münsche. Ja. Der Brunnen des zu Blödseins, da durchzuschwimmen. Ich wette, du wünschst dir, diese beweglichen Blöcke wären etwas weicher. Vielleicht. So einen Beschwerdebrief an Devolver schicken. Boah. Gibt's da einen Trick? Nee, ne? Außer nicht sterben? Nicht sterben reicht mir ja eben. Alter. Easy. Ja, jetzt ist der nächste und da ist. Ja, genau. Easy. Easy und first try. 3 noch! 3 noch! Jetzt lass es Ruhe ins Spiel bringen! Au. Hä, ist das... Achso, okay. Blüb. Au, ja. Lass dich einfach trotzdem davon treffen. Nee, über Wasser laufen lohnt sich hier nicht. Ey, ja, genau. Trotzdem, als hätte er es gewusst. Ich muss mal. Ja, ey. Stop it. Okay. Boah. Drecksviecher. Ja, und der eine schüttelt mich jetzt wahrscheinlich. Ich hab's gewusst. Na cool. Wir haben gerade ein Bildschirm erwischt, wo beides drauf ist. So, nein, ich möchte kein Selfie mit dir. Ey, dein Ernst? Ich darf jetzt echt also mal neu spielen? Ja, cool. Aber ich krieg wenigstens den Sake. Den Sake der Rache. Münze habe ich, ja.
natürlich auch. Boah, ich hab jetzt auch echt Bock auf den zweiten Ori and the Blind Forest Teil. Also genau, Ori and the Will of the Wisps. Wie der Franzose sozusagen pflegt. Der erste Teil war ja unfassbar gut. Unfassbar. Dann denke ich mir immer so, ja, ich muss den zweiten auf jeden Fall auch spielen. Und dann so, ja, hier, ja, ne, Pläne werden gemacht, Versprechungen werden gemacht. Und dann so, ja, nö. Schau. Kann ich hier noch irgendwas tun? Oder ich kann noch im... Ich kann gerade in 16-Bit weitermachen, warum auch immer. Allerdings nur hin, wenn ich in 8-Bit bin. Und jetzt habe ich es versaut, richtig? Richtig. Ich habe es echt versaut. Jetzt habe ich komplett versaut. Wäre ich diesmal darauf vorbereitet. Schau. Schau mit Öl. Bin ich denn hier richtig? Ja, ne? Wow, ich habe das alles nur gemacht, um Kristalle zu finden. Mehr Kristalle, mit denen ich unnütze Dinger kaufen kann. So komische Ausstellungsstücke hier. Oh, der Antext war echt witzig. Haha. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Aber wenn ich die nächste Tür finde, dann hole ich nochmal was. Ach, perfekt. So, noch Dryad Eagle. Reden tut er nicht mehr, dann spreche ich mal die Spiele des, Verkaufens. So, guten Tag. Ich denke, ich sollte einen Weg finden, wie ich den, Gierdämonenmarkt erschließen kann. Wenn ich die ganzen Stimmen von denen nie vergessen würde, Mist. Wie machen die anderen das eigentlich immer? Gar nicht. Blauer Kappa. Scarabä. Scarabä. Ein giftiges Insekt mit falschen Zähnen. Okay. Fernkampf-Kappa. Ein Schildkrötendämon mit einem Fable für Feuer. Steht gerne an Ort und Stelle und speit Feuerbälle. Ist das gewollt, dass sich das reimt? Eines meiner Lieblingsstücke, sagt er. Federpilz war einst ein Abenteurer, wurde jedoch vom Fluch der Federpilze ereilt. Wirft seinen Hut wie auf einer Abschlussfeier. Hä, ist gar nicht wahr, der wirft ihn ja zur Seite und nicht nach oben. Alles gelogen. Jekor. Ja, aus Jekor und Hyde. Ein hyperaktiver Schildkrötendämon, der gerne rennt und springt. Gerüchten zufolge hat sich eine dieser Kreaturen in den Wolkenruinen verlaufen. Kann sein. Springender Skarabell. Ein giftiges Insekt, das nicht springt, wenn du nicht springst. Ach, das habe ich doch schon längst wieder vergessen. Und da war's schon mit meiner Kollege. Moin. Bitte wundern Sie sich nicht, wenn einfach mal so Leute aus ihren Spülen springen. Das ist völlig normal. Umweltschonende Energie? Nicht mit mir, Kollege. Obwohl hat Manfred ja gesagt, dass wir was für die Umwelt tun, also glaube ich dem mal. Money Mac Manfred. Achso, da ist er wieder. Nice.
ne? Da hat sich auch einer gedacht, ja komm, da müssen definitiv noch irgendwelche Kreissägen in die Luft. Da wird bestimmt irgendwann mal ein Drachen vorbeifliegen. Wie sieht es mit Ihrer Antidrachenabwehr aus? Ist Ihr Haus schon antidrachensicher? Au. Gib mir das. Kohle. Bock, aber ich, so, als erstes ist das Feuerhimmelsland an der Reihe. Ich hole dich da ab, wenn du den Schild genau direkt willst. Ja, genau, dankeschön. Ich bin allerdings einfach froh, wenn ich das hier hinter mich gebracht habe, denn ich... Ah, diese Ungeduld, alle Münzen zu kriegen, ist echt fürchterlich. Ah, guck mal. wer kann über Lava laufen? Hä? Ich nicht. Ich will mich nicht dazu äußern. Nice, jetzt muss ich das alles nochmal spielen. Oh, und ihr müsst euch das doch alles nochmal angucken. Ach cool, ich kann jetzt noch mehr Scherben sammeln. Hier hinstellen, wenn die da in einer Reihe auf einen zu kommen und dann Feuer free. Er ist der robuste von allen. Er war schon immer sehr robust. Ja, ist okay, tschüss. Komm schon. Ich hab Münzen zu finden. Ach, geil. Hast du mal die Treppe oder hier die Stufe auf der anderen Seite? Hätte ich vorher gespeichert, hätte ich das Problem jetzt nicht. Aber hätte, hätte, ne? Hätte, hätte, Fahrradschloss. Wie komme ich da zu dem... Was ist die Münze? Münze! Münze! Aha. Ja, es trifft mich auch. Tot durch Lavatropfen. So, hier ist schon der Generator. Cool. Au. Ciao. Ciao. Au. Yo. Nein, da hab ich die... Ich glaube, ich hab die Münze vergessen. Back to the Münze. Shit. Nein. Der Achillesfuß. Okay, ich komme dahin. Ah! Oh. Na gut, hier komme ich nur weiter, wenn... Ach so, da kommt man gar nicht weiter, wenn man den... wenn man die 16-Bit-Variante hat. Ach, da unten. Ja, cool, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Noch immer. Nein, das war rum. Ah, das war mir so klar. Quabble hat mal wieder eine Wette gewonnen.
chillig hier. Noch ein bisschen über Abgründe springen. Lebensgefahr sein, das übliche, ne? So. Ey! Okay. Nein. Nein, 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 nein! Überleben ist... Ja, cool. Was habe ich jetzt gewonnen? Gar nichts. Hä? Egal. Münze. Nice. Noch zwei. Und ich hoffe, dass ich die heute noch kriege. Hier geht's allerdings nicht lang. Wo geht's denn hier lang? Achso, Moment, das ist ja schon die letzte Welt. Beziehungsweise die vierte, ne? Die vierte Himmelswelt? Hätte ich mal gezählt? Hätte ich mal mitgezählt? Hätte ich mal gezählt. Erzählt spontan einfach mal bis 10. Rammstein doch auch. So. Na komm her. Ich bin gespannt, ob man den Endgegner dann mit Manfred zusammen boxen darf. Ah, endlich wieder hier. So, noch zwei. Noch zwei. Dann gehe ich erstmal zurück in den Turm. Ja, alle Dämonen rennen schon von mir weg. So, ciao. Endgegner, Endgegner! Erinnert mich so ein bisschen auch so damals an diese, an Super Mario Land. Von der Show her. Okay, ich sehe das. Ja, toll. Okay. Sein Monoke. Oh nein. Wir haben keine Chance. Ja, ist das jetzt hier... Cuphead oder was? Cuphead würde ich auch spielen, aber ich finde, ich bin tatsächlich einer, der die Grafik von Cuphead so kotzen findet. Sorry. Ich mag das einfach nicht. It's not my style. Boom. Da hinten die Luke kann ich auch zerstören. Luke! Use the Frosch! Zwei Leben habe ich noch. Wow. Alter, übertreib mal komplett. Ja! Oh. Knappe Kiste! Knappe Kiste! Nur noch das Monoke! Ciao. Okay. Jetzt sag nicht, er hat sogar noch mehrere Ja, er hat mehrere Ja! Wie soll das denn. Oh oh. Ha! Das ist überhaupt nicht gut! Nein! Aber es hat doch nur Manfred getroffen! Ah, shit, okay. Ah, der ist nice. Der Endgegner ist nice. I like. Lycomic Linsky. Ah, komm her. Mann, die brennt schon. Okay, ich sehe den Oberg-Diener. Wird schon schief gehen. Ja, so wie gerade. Quabe ist voll amused. Angreifen, hallo? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass man irgendwas zuerst angreifen sollte, oder? Ja, übertreib doch komplett! Okay, das lief deutlich besser.
Sachinis Monokel. Irgendeine Schwäche muss er haben. Und zwar, dass er schwach ist. Ah, er blinkt schon. Ja, wenn du einfach in beide Richtungen blinkst im Leben, damit jeder weiß, dass du gleich aus dem Leben fährst. Na komm. Da hilft dir gar nichts mehr. Au. Was war diese Gegenmaßnahmen? Da ist noch die Kanone. Ja. Stirb. Easy. Ah, warte. Ah. The Fame. Hä? Hey, willkommen zurück. Wer seid ihr? Und wo ist mein Schlauch? Bitte was? Freut mich, dich kennenzulernen, Urbeck-Diener. Ich bin ein großer Fan. Das ist nicht akzeptabel. Ich muss augenblicklich zurück in meine Himmelswelt. Nur die Ruhe, wir haben dich gerade von einem Dämonenfluch befreit. Wirklich? Dann wäre es unhöflich von mir, wenn ich eine solche Tat nicht belohnen würde. Das sehe ich auch so. Ich habe unzählige Jahrhunderte in perfekter Harmonie verbracht und mich um das komplizierte Gleichgewicht der Himmelswelt gekümmert. Dabei hat mein Kern ein einmaliges Teil materialisiert. Heide daus. Als Anerkennung dafür, wie sehr eure Hilfe mein metaphorisches Herz berührt hat, möchte ich es euch geben. Okay. Und hier gibt es die Note. Ja, komm erstmal gegen das Mikro. Warum ist der jetzt wieder repariert? Oh mein Gott, das ist die letzte Note. Oh mein Gott. Du hast die Note der Symbiose erhalten. Diese Note ist im Laufe von Jahrzehnten der perfekten Harmonie mit den Elementen im Kern des Urwerk-Dieners entstanden. Sie ist eine der Noten der Melodie, die den Fluch bricht. Wow, vielen Dank, Urwerk-Diener. Und nun wartet viel Arbeit auf mich. Kann ich euch sonst noch behilflich sein? Nun. Ja? Es ist nur... Was ist denn? Er wollte schon immer ein Butler sein. Du bist sein Held. Stimmt. Wie soll das denn gehen ohne... Naja. Ist das so? Wie lautet der Name, tapferer Himmelsdrache? Manfred. Manfred, ja. Ja, das sollte klappen. Wirklich? Ja, du hast den perfekten Namen für einen Lehrling. Nee, oder? Das ist der Hammer. Ich muss mich jetzt wieder meinen Aufgaben zuwenden. Komm wieder, wenn deine Mission abgeschlossen ist. Okay, ich glaube, ich hab dem bisher immer die falsche Stimme gegeben. Ich, ja. Ja, ich denke, wir kümmern uns zuerst um deinen Wortschatz. Okay. Da könnte ich mir vielleicht ein Scheibchen von abschneiden. So, mach es gut, Manfred. Und viel Glück, Messenger. Warum wissen wir alle, wie ich heiße? Wie heißen? Nicen. Jo, und was, wann hast du zuletzt gegen einen riesen Roboter-Butler gekämpft? Das ist echt passiert. Manfred und der Messenger retten die Welt. Nicht zu fassen, oder? Ja, war ganz schön abenteuerlich. Wenn das alles vorbei ist, dann lohnt sich schon allein. Was? Dann lohnt es sich schon allein deshalb, dass das Spiel nochmal. Das. Ach, keine Ahnung. Sei es drum. Ich sollte jetzt wieder weiterfliegen. Mach's gut, Kumpel. Ja, geh doch. Nee, da will ich nicht hin. Okay. Nice. Dann habe ich jetzt noch zwei Münzerinskis. Hier habe ich alles gefunden. Sehr schön. Aber das heißt doch dann, dass es noch eine Welt gibt, oder? So, sehr schön. Wo ist denn das nächste Kapuzentürchen? Die Note da nochmal eben einsetzen.
Achso, genau. Ah, sehr schön, noch zwei Siegel. Bald. Bald. So. Tja, sehr schön, ne? Wäre dann echt mies, wenn jetzt noch ein Cliffhanger käme.